Und willkommen zurück zu Let's Play. Lennis hat Linkes Bastion am Weg zum letzten Tempel zum Schildkrötenfelsen. Und dann wollen wir jetzt mal lang gehen. So, ich muss sagen. So. Wo sind wir jetzt? Hier. Das ist gut, um mich reinzuholen. Weil wir alles sagen. Und man könnte es hier rausgehen und dann uns das Spiel zu teleportieren, aber das bringt. Ah, ich muss hier rein, ich muss die Schlüssel haben. Dann. Doch gut gedacht, dann gehen wir erstmal hier raus. Und. Los mit dem Zauberspiegel aus. Kann ich ständig schon immer nur einen Spiegel zum Eingang verpacken, wo wir zum Netz rausgegangen sind. Und ja. Hier ist der Schlüssel. Gehen wir da. Genau. Das ist ein Gegner. So, das ist ja das Poster, das ist ja. So. Nein, Ritter. Da können wir uns gleich aber noch die Eifel noch reinziehen. Aber ich krieg das noch nicht kriegen. So, jetzt haben wir einen guten Weg nach unten. Ich habe schon Lust hier. Komm her zur Hauptbruder. So. Ne, kein Schlüssel in der Bar. Fast Postteil. Ja, ich muss aber jetzt noch mit ein bisschen mit diesem Klaus aufwarten. Ne, aber noch. So. Hier. Ja, der Typ, also, wie steht quasi, dass man sowohl Eis- als auch Feuerstab hat. Ich hab damals, als ich das machen hier war, ohne einen Feuerstab und keinen Eisstab. Und, ja. Drum. Ja. Mein. Ich muss einfach immer im Raum rein und dann ist es erledigt. Man sollte die Schildkröte im Auge behalten, dann wenn der Schwanz wackelt, da sollte man sich einfach wieder mal gucken. Vorteil, wir haben unser Schild schon komplett aufgelöst, unser Schwert. Also machen wir viel mehr Damage als die. Was ist denn dann vorbei? Wir sollten eigentlich auch einfach die Aufwärtsfähigkeit verwenden. Das ist jetzt hier erledigt. Mit dem Platz, ganz einfach. Weil wir das Level 4 Schwert. So. Und tada! Wir haben mich gefunden! Wir haben 18 Level! Das ist ja gut so. Ich kann schon wieder selber sprechen. Ich bin so dankbar, dass du gelangen gekommen bist, um mich zu befreien. Du bist ein Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wüsste ich gleich. Gut, alle Prinzessinnen sahen gleich aus, nur an anderen Kleidern. Die Musik muss natürlich hervorstechen.
Garen befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, beschützt durch einen magischen Riegel. Er ist bereits schon weit durch das Tor zu streiten, das die Welt verbündet. Ob Garen Harrowton erst einmal betreten kann, ihn irgendwie noch mal aufhalten. Das ist aber eine Chance, ihn aufzuspüren, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mach dich auf die Garnungsturm mit Vertrauens. Wie sie werden unsere Kraft vereint, um dir Zugriff zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir diesen Land und Frieden wiederbringen. Nur Mut. Hast du alles verstanden? Ja. Nur der Weg ist jetzt im Perfus drin. Jetzt haben wir noch einen Turm. Garnungsturm. Und dann gehen wir weiter. So. Dann müssen wir schauen, wie wir die anderen Schatzfische zu kämpfen. Ich kann auch das Lava zerstören. So, das können wir erstmal hier. Okay. Daniel, wir werden den Regelangriff mit vereinten Kräften aufbrechen. Super, ne? So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, vielleicht kriege ich das ja in dieser Folge hin. So. Vor allem, wie kommen wir uns auch nochmal mit vielen Gegnern aus, zumindest die ersten drei Gegner zu tun. Aus, der Lichtwelt. Ja. So. Ich muss einmal kurz überlegen, wie wir mal gut lang gehen. So, hier nochmal Enter und dann Splash. So. Dann lassen wir hier rein. So. Dann auch noch sozusagen einen freien Raum. Diese Fische hast du zuschlagen. Und die auch zuschlagen mit Schwert. Als ob die eine Art Intelligenz hätten. Nein. So. Aufpassen. So. Ein Schuss Lama. Komm ich hier hin? Kann ich mal mit Zahn. Keine Karte. Na komm, wir schauen uns erstmal was da aus. Gucken. Das ist fies hier. Jetzt sehen wir uns an Massen, wo wir hier sind. Wir haben viele Stockwerke, aber wir können bestimmt nichts werden. Ich habe schon das noch zwei Folgen lang, bis das Spiel durch ist. Würde ich noch mal behaupten. Wir uns hier auch noch einen Schlüssel. Der hier ist. Das auch ein bisschen macht. Du musst die Bomben so legen, dass du nur einmal trifft. Das ist ganz einfach.
Zack, jetzt sind wir mal da. So, im Zwischenfall ist man sicher. Oder scheiße. So, bei Pardon. Nein, du musst den Kram weiter, also die Schüsse drin und hier durchkommen. So, ach nein, jetzt sind wir noch Teleporter-Dinge. Teleport-Spiele. So. Eigentlich kann man nicht sehen, wo man hier hinkommt. Ich will hier. Weil das andere bringt hier nichts. So. Zack. Dafür müssen wir hier. Ach, wir haben jetzt. Ja, die Scheiße, na. Ja, das kann man nur sehen, wenn man das Licht einschaltet hier mit den Kerzen. So, hier haben wir die Tür, da kommen wir mal mit dran. Ansonsten. Ah, jetzt sind wir hier. Gehen wir nach oben bleiben und gehen den anderen Weg rein. Oben geht es erstmal nicht, wir dürfen unten alles aufdecken, machen. So. Wir hätten nur einen Verbindungsraum und hier die Räume miteinander verbindet. Ja. Zack. Zack. Da dann auch noch mal denkt man so an den Hebel ziehen, aber denkst du? Muss die Platte betätigen. Hier kommen wir schon irgendwo auf dann Bomben oder so runter. So, können wir auf den abwarten. Guck mal. Ach nee, was ist ich wollte ein bisschen verhindern. Die verkackte Hände. So. Guck mal, ist ja auch was mit Hand, die nur lang wird zum Einjahren. Ich hab das schon mal. Ah, das ist aus der Kamera raus. So. Auch hier am besten erstmal irgendwie Kacken wieder anzünden. So. Hier Fackeln. So, die haben mich jetzt so schmerzen würde jetzt, ne? Ich glaube, hier hat irgendeine eine. Aua. Irgendeiner am Schlüssel. Scheiße. Ja, musst du jetzt hier reinkommen. Verdammt. Ja. Okay, nun Fallenraum, sozusagen. Schnell sind erstmal Fallenraum. So, jetzt. Thank you.
Genau. Also wir müssen auch erst geteilt mit der Bombe, aber auch ganz einfach. Und die Samurai, die wir hier stehen haben. So, komm her, du gehst mal in den Sack. Ah, ich hab einfach mal wieder abwachen, zack. Und keine von Bomben machen, aber ich glaube, mit dem Sterben kann ich am einfachsten. Jetzt hier einfach auch noch so viel aus, aber dann kommt was. So. Egal. So, gerade macht es ganz oben an uns, logischerweise. So. Ja, so, das können wir noch einen Schlüssel holen, braucht man unbedingt. Und sonst kommen wir nicht raus. Hehe. So. Scheiße. Nein. Okay, ich kann mir Zeit lassen. Nein! Oh, das ist scheiße, ja? Die hast du nicht schon hassig. Die haben nicht mehr viel gepasst. Da hab ich auch jedes Mal da reinfalle. Oh, wie scheiße das. Was? Ja. Oh, mal nutzen, wie er hat. So, Herz, jetzt so lang. So, hier vom Start, jetzt ist schieben. Von hinten rein und reinkommen. So, jetzt kannst du schon mal zeigen, wie man die Lampe hinten mit braucht am wenigsten. Was? Wenigsten. So, man muss man eigentlich viel machen. So. Geht da nicht auf den Sack geht hier. Ah, Herz! Herz hier! So. Muss man jetzt eigentlich auch noch nehmen, oder? So. Ja, dann den Abflug zu nehmen. Dann nutzen wir das Ding mit Eierstab. Scheiße. Okay, gehen wir hinten lang. Gehen wir hinten irgendwo lang. Oh Mann, ey!
kann doch wirklich zu dämlich dafür sein. Wir will, glaube ich, schlagen, ne? Nein! Ich werde auch nicht. Wir haben kaum um das Ding da anzuzünden, ne? So. Ich muss jetzt da rein. Die Krise. Was muss ein paar Links jetzt? Müssen wir mal ein paar Links erzählen. So schön vorsichtig. Ich bin dafür auch schon dabei drüber, aber. Ich schwimme hier nicht. Ah. Okay, ich kann sehen, ich sitze nicht erst. Da ich ein etwas flacher Finger ist, dass ich etwas den Weg sehen kann. Da bedrängt ihn noch lang, scheiße. Und was sehe ich denn jetzt? Dann kann ich auch begrüßen, dass die Folge uns mal hier beenden. Was? Hey, ich bleibe die Folge mal hier. Und jetzt, wenn euch gefallen hat, schaut im nächsten Video ein. Let's Play, Legend of Zelda, Link to the Past. Bis dahin, ciao!